ihr Lieben, ich bin jetzt bei der Person, mit der ich mich treffe, die bei Instagram nicht erwähnt werden möchte. Und es ist schon etwas dunkel, aber dafür, dass wir 5:30 haben, ist es nicht mehr so dunkel wie anfangs. Das wollte ich euch gar nicht sagen. Dieser Moment, wenn man eine Story macht und links nebendran jemand von den Nachbarn, also nicht meine Nachbarn, aber generell Nachbarn, sehen und denken, oh, was macht ihr eigentlich, redet mit ihrem Handy oder was? Egal, ihr Lieben, ich habe 11 plus Minuten heute geschafft. Da ich die Person nicht warten lassen möchte, mit der ich mich jetzt treffe, meine Ängsten wissen, mit wem ich mich jetzt treffe, wünsche ich euch allen einen tollen Abend. Bis morgen. Ich habe nicht viel zu erzählen, ihr Lieben. Ich lasse die Person nicht mehr warten. Ciao, macht's gut. Guten Morgen, Leute. Ich bin einigermaßen wach. Wir haben 8:30. Um 9 muss ich anfangen. In 5 Minuten kann ich eigentlich losfahren, weil ich brauche von hier nicht weit zu meiner Arbeit. Ich bin froh, wenn morgen Freitag ist. Warum kann nicht heute schon Freitag sein? Ich denke schon die ganze Woche, wir haben Freitag. Naja, erst morgen. Aber besser als gar nichts. Also, ich arbeite echt gerne, aber die Woche war stressig und Spätschicht mag ich gar nicht. Um ehrlich zu sein, die Frühschicht mag ich eigentlich auch nicht, aber da kriege ich wenigstens immer einen Parkplatz. Da kommt gerade ein Auto hinter mir. Ihr Lieben, ich beende meine Story nicht. Wäre ja nicht ich, wenn ich sie beenden würde, nur weil ein Auto hinter mir fährt. Ich muss noch so viel machen. Ich habe mir so viel vorgenommen. Aber ihr wisst ja, ich sage immer, ich muss. Ich sollte mal machen. Also mein Auto, ihr wollt nicht wissen, wie es aussieht. Es ist einfach total nicht sauber. Ich muss mal wieder saugen, unbedingt. Dieser Moment, wenn man eigentlich schon längst zur Arbeit fahren könnte, aber im Auto sitzt und noch eine Story macht, weil man denkt, ah ja, um halber, wenn ich losfahre, reicht es ja auch, weil bis zur Arbeit brauche ich höchstens 10 Minuten und dann ein bisschen laufen und so, das passt schon. Ja, warum habe ich keine Musik eigentlich an, könnt ihr mir das sagen? Ich denke nicht, ich mache jetzt mal Musik an, aber zu laut will ich sie auch nicht machen. Oh Mann, ich wollte euch noch gleich was sagen, ich sag's euch jetzt einfach gleich. Ich habe gute Laune, yay! Ihr Lieben, ich bin diese Woche sehr ungeschminkt, eigentlich komplett ungeschminkt unterwegs. Die Wimpern habe ich überhaupt nicht getuscht diese Woche. Aber wisst ihr was, es stört mich nicht, weil ich muss nicht immer Wimperntusche auf meine Augen drauf machen. Klar sieht es mit Schminke besser aus, bisschen Kajal, bisschen Wimperntusche, bisschen geschminkt, aber für was? Ich bin nur auf der Arbeit. Also ich sollte in einer Minute los, ihr Lieben, und ihr wundert euch bestimmt, was da für ein Fell rausguckt. Ich habe so einen kuscheligen Pulli an, ich liebe diesen Pulli. Ihr Lieben, was wollte ich euch noch sagen? Ja, ich wüsste schon einen Grund, warum ich mich zur Arbeit schminken sollte. Wegen meinem unglaublich hübschen und süßen Personalleiter, oder... Ja, der ist im Personalmanagement halt. Er ist so alt wie ich und er sieht unglaublich gut aus. Und wegen dem süßen Auszubildenden. Ja, er ist Personalleiter, also deswegen, er ist unglaublich süß und neulich war er da und ich war nicht vorbereitet und Haare nicht gestylt und nur einen Zopf gemacht und ich nur so gedacht, oh Gott, schau mich, bitte sieh mich nicht her, bitte guck nicht her, bitte. Das war mir so peinlich. Kennt ihr diese Momente, wenn ihr top gestylt seid und keiner wirklich, der euch gefällt, ist in eurer Nähe und dann seid ihr einfach mal nicht gestylt, Haare nicht gemacht, nicht geschminkt, gar nichts, fühlt euch total unwohl und nicht gut an dem Tag und dann steht er da neben euch. Oder halt auch die Männer, ne? Dann steht sie neben euch, eure Traumfrau oder die Person, die euch gefällt. Ihr Lieben, wir haben jetzt 31 nach. Ich werde die Story jetzt beenden. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Ich werde mich ganz bald melden. Ab Freitag habe ich WLAN. Woo, ciao. Leute, dieser Moment, wenn man wieder Datenvolumen hat. Yay, mega cool einfach. Ihr Lieben, ich werde jetzt mein Schokocroissant, genau, mein Schinken-Käse-Croissant essen. Mega lecker einfach. Und das habe ich mir auch noch gekauft. Ich könnte jetzt ewig lange Story machen und euch irgendwas erzählen, aber ihr Lieben, ich muss in 20 Minuten wieder arbeiten, weil ich habe 40 Minuten mit einem Kollegen, genau. Ach, Leute, ich kann heute nicht reden, mit einem Kunden telefoniert. 40 Minuten, oh Mann, ey. Und da ich jetzt mein Essen essen möchte und einfach nur mich entspannen und ausruhen, wünsche ich euch einen ganz tollen Tag, ihr Lieben. Meine Haare sehen wieder richtig schlimm aus, aber ja, egal. Am Samstag bin ich auf den Geburtstag eingeladen, da freue ich mich mega drauf und ich melde mich. Bis dann, ciao. Hey Leute, endlich Feierabend, yay! Dieser Moment,
wenn man auf seinen Plan schaut und sieht, dass man morgen als Einzigste bis 17 Uhr arbeiten muss, weil man Spätdienst hat, dass ich jetzt nach Hause fahre in meine Wohnung und da chillen kann, weil die ja nicht so weit weg ist, muss ich zu meinen Eltern fahren, weil ich erst morgen WLAN habe und heute endlich die scheiß Rechnung überweisen muss. Diese ganzen Rechnungen. Ugh. Naja, was soll's. Aber morgen werde ich auf jeden Fall in meine neue Wohnung fahren. Nach Hause. Also, weil mein Zuhause ist nun mal meine neue Wohnung. Ich muss mich daran gewöhnen zu sagen, ich muss morgen nach Hause fahren. Also ihr Lieben, vielleicht mache ich später noch eine Story. Ich habe eigentlich nicht groß was zu erzählen, außer dass ich jetzt im Auto sitze und eine Story mache und gucke, dass kein Arbeitskollege mich mit meinem Handy reden sieht, was ja auch egal ist. Ich wünsche euch einen tollen Abend. Mal schauen, ob ich mich melde. Bis dann. Ciao. Ach ihr Lieben, noch ganz kurz dieser Moment, wenn man merkt, dass man wieder WLAN hat. Beziehungsweise was für ein Schwachsinn, kein WLAN. Dass man wieder auf dem Handy Datenvolumen hat und ganz viele Stories machen kann und jetzt euch zuspammen kann. Bis dann.